Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von God of War. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Im letzten Video haben wir den letzten Schatz gehoben und die Musplay-Prüfungen abgeschlossen. Das heißt, uns fehlen an Erfolgen jetzt nur noch die storybedingten Erfolge und alle Raben zu vernichten. Davon fehlen uns an der Zahl, ich glaube es waren noch 5, ich schaue mal kurz, Aufträge. Ja, noch 5 Raben müssen wir töten, um alle Raben Odins hier auf der Karte, ja, beiseite geschafft zu haben, erledigt zu haben, was auch immer. Wir haben auf jeden Fall gut, genau, wir haben gut Ressourcen bekommen, aber nicht Ressourcen genug. Makelloses Erz der Welt, wo kriegen wir das denn her, damit ich mein Kürass noch, ja, auf Stufe 3 oder auf Stufe 8 verbessern kann? Das ist doch ärgerlich. Ja, okay. Haben wir doch noch nicht genug Ressourcen. Ja, genau, nächstes Mal. Nächstes Mal, nächstes Mal. Ich höre immer nur nächstes Mal. Wir versuchen schon seit 3 Millionen Jahren nach Jotunheim zu kommen. Immer wenn ich mich entscheide, doch in der Hauptstory weiterzumachen, kommt irgendwas dazwischen. Tja, und ich habe schon fast die Befürchtung, dass wir gegen Jörmungandr kämpfen müssen, gegen die Weltenschlange, da diese die Thor-Statue gefressen hat, in der der Kristall zu finden ist, den wir brauchen, der Edelstein, der uns fehlt. So, wir kehren jetzt erstmal nach Midgard zurück. Da führt uns unser Hauptziel auch hin, aber eigentlich möchte ich gerne die fehlenden Raben noch erledigen, bevor wir hier das Finale herbeirufen. Und die beiden Feuerschalen, die wollen wir eigentlich auch noch entfachen. Zwei Feuerschalen fehlen ja noch. Nö, das kannst du ein anderes Mal machen. Ich gucke jetzt erstmal, wo uns Raben fehlen. Insgesamt fehlen uns hier in Midgard noch 5. Das sind auch die 5, die allgemein noch fehlen. Wir hätten hier sogar noch eine Weltenrissbegegnung, sehe ich gerade. 2 Wissensmarkierungen, mystische Tore. So, wir fangen mal an. Wildwald ist abgeschlossen, die Flusslande sind abgeschlossen. Nö, da fehlt eine legendäre Truhe. Genau wie in... Nö. Im See der Neuen haben wir da Raben. Da ist auf jeden Fall noch was Unentdecktes. Fafnirs Lagerraum ist abgeschlossen. In Konungsgard haben wir noch einen Raben. In der Northri-Festung hätten wir noch einen Raben. Beim Rat der Walküren könnte ein Rabe sein. Das wissen wir aber nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen in... Boah, Konungsgard ist aber groß. Da den einen Raben zu finden, könnte sich als schwierig erweisen. Aber ich glaube, unser Weg wird uns erstmal nach Konungsgard führen. Oder zur Nordri-Festung. Aber ich glaube, da hatte ich beim letzten Mal schon rumgeguckt. Ja, wir gehen mal zur Nordri-Festung. Die ist erstmal nicht so groß, aber trotzdem unübersichtlich. Ob wir da den Raben finden. So. Northri-Klamm, Northri-Festung.
Atreus, lauf mal vor. Such den Raben. Los, such den Raben. Haben Sie einen Raben hier gesehen? Hm? Hat er nicht. Okay. Dann rudern wir nochmal lustig durch die Festung. Hier kamen wir ja wieder in Schlangen. Muss ich ja doch wieder den anderen Weg nehmen. Muss mir nicht zu Fuß da lang. Ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube ja. Rudern wir mal hier entlang. Auf der Suche nach einem Raben. Ich weiß nicht, was wir hier noch wollen. Raben töten. Ich kann mir gut vorstellen, hier ist doch, ja, ich wollte gerade sagen, man hört die nämlich doch, die haben so ein anderes Krähen, dieses Miau, Miau, und da haben wir ihn auch. Da oben hockt er, der alte Drecksack. So, damit fehlen nur noch 4 Raben. Haben wir hier alles? Ja, hier haben wir alles. 4 Raben fehlen noch. Also die Raben hier klingen nicht wie Raben. So, dann fahren wir, rudern wir zurück zum Laden. Und gehen nochmal in die Northree-Festung. Ne, da waren wir ja gerade, was erzähle ich, nach Konungsgard. Der Hoffnung, dass wir da noch einen Raben finden. Dann muss ich mal genau... auf die Sounds hier achten. So, Konungsgard oder die Königsgrotte? Ich glaube, ich fange mal in der Königsgrotte an. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das vorteilhaft sein könnte, wenn wir wenn Odin keine Spione hat wie seine Raben, wenn wir hier nach Jötunheim reisen. Genau hinhören, ob wir wieder dieses Quieken hören. Miau, 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 miau. Weil dann ist ein Rabe in der Nähe. Und konzentriert sich immer so auf die anderen Rabengeräusche, aber... das sind ja die falschen.
Hier ist auf jeden Fall irgendwo einer. Ich hab's doch gerade gehört. Ich hab gerade in der Ferne leicht dieses gehört. Bin mir sicher, dass ich das gehört habe. Also ich habe gewonnen. Mach dich bereit, Junge. Also ich meine hier vorne das eben gehört zu haben. Also weiter hier. Ja, hier hört man es leicht. Könnte hier drunter hocken vielleicht. Gott, hoffentlich nicht von da unten irgendwo. Moment. Oh ne, das ist nur eine Lichtschale. Müsst ihr mich jetzt hier mit Kampfmusik beehren? Zum Glück bin ich auf deiner Seite. Wir entfernen uns aber von der Stelle, wo wir das Geräusch gehört haben. Vielleicht kommen wir hier weiter. Hm.
Ich entferne mich doch von dem Geräusch. Ich habe es jetzt auch eine ganze Zeit nicht mehr gehört. Das müsste doch dann hier irgendwo sein. Wir konnten es leicht hören, als wir da oben gestanden haben. Oder habe ich mir das jetzt nur eingebildet? Leute, Leute. Geh da nochmal hoch, um zu hören. Hört ihr mal mit zu. Falls ihr nicht wisst, welches Geräusch ich meine. Ich höre es aber auch nicht mehr. Nee, Leute, ich höre es nicht mehr. Das habe ich mir doch nicht eingebildet. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Gucken wir mal, dass wir in die Festung kommen. Geguckt und gehört haben wir jetzt genug. Atreus, komm her! Okay, hier schon mal nicht.
Waren gerade normale Rabengeräusche. Im Thronsaal sitzt er auch nicht. Ich glaube, hier hatten wir einen, den wir aber erledigt haben. Ich meine, das kam aus dieser Richtung, das Geräusch. Nur wir haben es ja dann nicht mehr gehört. Oh, was ist das? Hallo? So soll man einen Raben finden? Wir haben einen Bug im Spiel entdeckt. Vielleicht sehen wir ja so den Raben in der Ferne. Leider nicht. Die Fackeln und sonstiges. Nervige Tatzelwürmer, ne? Tatzelwurm, hinter dir! Ach! Wir sind hier fertig.
Sitzt hier oben auf dem Baum? Nee. Wie weit die Axt fliegt? So, guter Rabenmann. Ich höre gar nichts mehr. Im Anfangsbereich habe ich ihn kurz gehört. Wieso ist die Kette hier nicht unten? Moment. Da oben. Oh.
Meine Güte, was für eine Suche. Aber wir haben ihn. Sehr schön. Wo fehlt uns denn noch ein Rabe? Wie gesagt, beim Rat der Walküren könnte ein Rabe sein, weil hier ist noch ein Punkt unentdeckt. Und wir haben hier keine Odinsraben mit aufgeführt. Oh Mann, beim Berg fehlt uns eine Wissensmarkierung und eine legendäre Truhe. Todesinsel fehlt eine legendäre Truhe. Bei den Rabenklippen fehlt noch irgendwas. Okay. Und beim See der Neun fehlt uns noch eine Menge. Kommen wir hier von der Seite hoch zum Asgard-Turm? Hier, die beiden sind noch nicht entzündet. Und über die vergessenen Höhlen müsste man doch da hochkommen, dass man die noch entzündet. Ja, Leute. Also ich glaube, ich versuch's nochmal beim Rat der Walküren. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt den näheren Posten angewählt habe. Ich glaube aber schon, oder? Na, hüpf doch drüber, mach kein Spirenzchen. Andreas, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Vom Gift? Ach nö. Ich renne hier mal wieder wie der letzte Vollidiot durch die Gegend. Da hoch, aber wie kommen wir da hoch? Mensch.
Wie kommen wir denn jetzt hier wieder raus? Können aber nochmal Zornesenergie sammeln. Ach, sonst gehe ich jetzt hier durch. Durch den Thronsaal, da kann man ja auch wieder raus. Da ging es zur Nornentruhe. Jawoll. Was für ein Weg, Leute. So, Rat der Walküren. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Befinden sich Rahmen in der Zwischenwelt? Kann ich mir aber eher weniger vorstellen. Wieso ist denn hier noch das hier aktiv? Oh! Stimmt. Wir haben zwar gegen sie gekämpft, aber den Weltenriss nicht geschlossen. Das war's trotzdem nicht. Aber ich wette mit euch, dass hier auch ein Rabe ist. Gerade beim Rat der Walküren. Wenn Odin diesen verflucht hat. Hundert Pro ist ja eine. Und irgendwas fehlt uns hier ja auch noch. Ich weiß, wir müssen oben lang. Da hinten.
Jawohl. Meine Güte, sind die hinterhältig versteckt. Okay, zählte der zum Rat der Walküren 100 Pro? Ja, damit haben wir auch das. Fehlen nur noch zwei Raben. See der Neuen, ne? Könnte auf jeden Fall was sein. Was hatte ich vorhin gesagt? Wo könnte noch einer sein? Tamos Leiche haben wir alles. Region, Kanal des Steinmetzes haben wir. Lichtalpen Außenposten haben wir. Ruine der Alten ist gar nichts zu finden. Konungsgarde haben wir vorhin gemacht. Waffen ist Rage. Lagerraum ist vollzählig. Wildwald ist vollzählig. Hier fehlt nur eine Truhe. In den Lenzyrterminen haben wir alles. Eisenbucht. Eisenbucht, Leute. Eisenbucht. In der Eisenbucht. Was geht denn da gerade ab? Die haben wir komplett übersehen. Dann ab in die Eisenbucht. Na. Ja, die Eisenbucht. Ich glaube, das war eine der ersten Docks, wo wir angelegt hatten. Und da noch gar nichts machen konnten, weil wir halt keine der Fähigkeiten freigeschaltet hatten. Mimir, warum hast du Odin gedient, wenn er so schlimm ist? Das ist mein Beruf! Und wenn man königlicher Berater werden will, dient man zwangsläufig auch mal dem einen oder anderen Irren. Es gibt nicht viele freie Stellen. Mein erster Herr war auch ein Scheusal, doch dank ihm lernte ich, wie viel man durch Scharfsinn ertragen kann, was mir bei Königen und Göttern zugute kam. Ich war nicht viel älter als du, als ich anfing als Laufbursche und Hofner eines Feenkönigs. Nachts hatten meine Freunde und ich den Wald für uns. Gut, Freunde nannte man uns, wir waren schalkische Kobolde. Wir ergötzten uns an allerlei Unfug, hofften die Sterblichen, die dort lebten. Doch solange wir unseren Meister erheiterten, hatten wir nichts zu befürchten. Weißt du was? Ich erzähle sie dir später. Nee, erzähl mal weiter. Ich wollte nur gucken, ob wir das jetzt hier endlich hochfahren können, aber nein. Vielen Dank übrigens. Wofür? Dass du mich gerettet hast. Ich weiß, ich habe Mist gebaut, bevor Baldur mich erwischt hat. Das hast du, aber du bist mein Sohn. Wir müssen doch irgendwie durch die vergessenen Höhlen hier hochkommen. Kann mir doch kein Mensch erzählen. Haben wir hier in den vergessenen Höhlen irgendwas vergessen? Nein, in den vergessenen Höhlen haben wir nichts vergessen. Ich weiß, eigentlich wollte ich Raben suchen, jetzt wollen wir hier aber... Na toll. Hier. Fackeln entzünden. Moment. Könnte passen. Das könnte passen. Oh, hast du ja was verloren? Drachentränen.
Haben wir uns verirrt? Nee. Wenn dann von der anderen Seite an den Turm, nicht von dieser. Jetzt kletter ich ja wieder runter. Ist ja auch nicht schön. Na toll. Okay. Wir wollten zur Eiseninsel, zur Eisenbucht. Gehen wir da erstmal wieder hin. Hier ist Gold, wie du schon so oft gefragt hast. Kommen wir vielleicht... Meine erste Stelle, genau. Ich und ein paar Kumpel durften in Waldhausen, solange wir den Feenkönig unterhielten. Dann, eines Tages, war er nicht erheitert. Und ich zog besser weiter. Zum Glück haben mich die Zeit und meine vielen Reisen seither von jenem neckischen Streuner zu dem Ausbund an Tugend werden lassen, der ich heute bin. So, hier fehlen uns also noch ein paar Sachen. Ja, macht Sinn, ne? Habe ich überhaupt die richtige Region Eisenbucht? Dock Eisenbucht. Ist beides Dock Eisenbucht, okay. Wir brauchen das andere Dock aber wahrscheinlich für eine Nornentruhe, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Oder können wir von der anderen Seite des Docks dieses Geröll da wegsprengen? Das war ja bisher immer das Problem. Und da oben haben wir eine Truhe. Okay, das will ich auf jeden Fall noch lösen hier. Ja, ich weiß, ich sagte, wir machen einen Zusammenschnitt. Aber es wäre ja doch interessant zu wissen, wie wir das jetzt hinkriegen. Da können wir doch hoch. Ah, Moment, Moment. Wir können von dort oben... hier runter.
Oh, unter Wasser war noch ein weiteres Schiffswrack. Da ist irgendwas im Wasser. Ach, das ist aber schon wieder diese blöde Stelle. Da habe ich nicht wirklich Lust jetzt. Mimir, wie hat es dich hierher verschlagen? Wir machen später. Hier scheint noch irgendwo ein Gegner zu sein. Dass sie hier gerade nicht hochklettern können, oder? Er steht hier ja auch in Kampfposition. So, irgendwas muss die ja noch rumlungern. Ja. Fertig. Gott, wie kam er denn da hoch? Moment. Wenn wir das markieren, sehen wir, ob das über oder unter uns liegt oder nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist ganz schön verzwickt hier aufgebaut. Ah, da hinten haben wir den. Da hinten haben wir einen Raben. Hier haben wir noch. Gucken wir erstmal, wir sind jetzt tatsächlich gerade. Sind wir ja auf der Todesinsel und hier fehlt die legendäre Truhe. Die haben wir jetzt schon mal gefunden. Legendärer Klauen, genau. Explosive Griffe des Feuers. Geringe Bonusaktivierungschance, um bei jedem erfolgreichen Klimmtreffer mit einer Feuerexplosion Brandschaden bei allen Gegnern in der Nähe zu verursachen. Und da hinten fliegt der Rabe. Wo war er denn? Ich habe ihn doch eben gesehen. Da. Boah, ich glaube nicht, dass wir den aus der Entfernung hier treffen, oder? Wobei, die fliegt jetzt ziemlich geradeaus. Ja. Den haben wir erledigt. Es fehlt nur noch ein einziger Rabe. Und war das der von der Eisenbucht? Tatsächlich, wir haben von hier den Raben von der Eisenbucht erledigt. Okay, ein einziger Rabe, Leute. Ein einziger Rabe. Huh!
gucken wir mal, was hier noch ist. Nicht, dass hier noch ein Weltenriss ist oder sowas. Sieht eher nach einer legendären Truhe aus. Oder nach einer Nornentruhe. Oder da oben nach einem Tor. Wolver, linke Seite. Ach, von da. Das Problem nicht mehr. Das kommt man hier auch hin. Ich überziehe mal wieder, glaube ich. Ja? Aber ich will die Insel jetzt hier auch abschließen. Das ist ja doch nicht selbstverständlich, dass man hier hinfindet. Gleich von dort oben, dass sie den Winkel treffen. Konzentrieren, Junge! Ist da hinten kein explosives Fass? Doch. Das treffen wir von hier nicht. EBP. Sag ich jetzt mal. Boah, dahinter ist doch wieder irgendwas. Ach, Leute. Sonst, ich glaube an das andere Moment. Muss man noch treffen von hier. Die gute alte Runenmagie. Und nur noch ein Rabe fehlt. Und wir müssen das hier irgendwie befreien. Schaffen wir doch von der Seite nicht.
das Zeug im Weg. Kann das nicht einer wegräumen hier? Haben wir gerade Glück gehabt, wa? Wir heilen uns hier mal ein bisschen. Das muss man doch von hier treffen. Aha. Nur mit richtig Schmackes. Und von hier treffen wir auch das. Aha. Ja, alles Millimeterarbeit. War jemand sehr, sehr kleinlich beim Programmieren. Wo lässt sich der Spaß jetzt drehen? Achso, Moment. Jetzt dürfte das Tor doch auf sein, ne? Wo war das Tor jetzt hier, ne? Ja. Wie bescheuert. So. Dann gucken wir mal, was hier ist. Das wird bestimmt eine legendäre Truhe sein. Wir sind schon wieder ordentlich am Überziehen hier. Ja, wir haben noch eine legendäre Truhe gefunden. Nebel Helheims, schwerer Runenangriff. Ein anhaltender Flächenangriff, der eine kleine Falle hinterlässt, die bei allen Gegnern darin Frostschaden verursacht. Und wir haben makelloses Erz der Welt. Das brauchten wir. Das brauchten wir für eine Verbesserung, Leute. Wir brauchten doch das makellose Erz der Welt. Eieiei, das lohnt ja tatsächlich noch, die legendären Truhen hier abzugrasen. So, und damit haben wir in der Eisenbucht auch alles. Irgendein mystisches Tor fehlt uns noch. Ein Rabe, drei Truhen, eine Weltenrissbegegnung. Da gibt's ja auch immer so viele Sachen rauszuziehen. Eieiei. Ja, wir hatten in den Flusslanden auf jeden Fall noch eine legendäre Truhe. Da sollten wir dann doch tatsächlich nochmal nachschauen, was es damit auf sich hat. Ja, das ist ja der Hammer, Leute. Das ist ja der absolute Hammer, was wir jetzt hier noch finden. Und dass wir jetzt hier nicht mehr runterkommen. Müssen wir wohl da, wo wir was freigesprengt haben, dass wir wieder
an den Strand kommen. Jawohl, jawohl, jawohl. So, beim Niflheim-Turm haben wir noch ein, ein mystisches Tor. Oh, wir haben... Ja, Egesrold, du weißt es doch. So streng. Ja, was ich mich halt noch frage, ist, wie wir an diesen Turm da hinten rankommen. Keine Ahnung. Und an den dort. Meine Idee war ja, dass man die Brücke dreht. Aber wir können die Welten ja gar nicht, wir können das ja gar nicht anwählen da drin. Hm. So, okay, wir gehen jetzt nochmal ganz schnell zurück in Brocks Laden. Wird schon wieder ein über 70-minütiges Video. Wo gehe ich denn hier gerade hin? So. Eigentlich der Laden der Hüldü-Brüder, aber nein, da steht immer noch Brocks Laden. So. Lasst uns an. So sehe ich es auch. Klingenknauf. Nein, Brustrüstung war es nicht. Ich glaube, der Talisman war es, ne? Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich damit verbessern wollte. Ist das nicht traurig? Da wollten wir irgendwas herstellen. Ist ja auch eine Frage, was denn das hier für Sachen lohnen, die sich aus Ivaldis rostiger Rüstung. Fügt eine kleine Menge konstanter... Boah, ich mach die mal. Ich mache die mal. Keine falsche Zurückhaltung. Leute... Dafür müsste ich nochmal nach Niflheim rein. Nee. Wobei, mit der Gesundheitsregeneration könnte schon geil sein. Und schon nach der ersten Aufwertung 3 Zauberplätze. Größeres Feuerwappen, das fehlt uns hier. Makelloses Erz der Welt haben wir jetzt zwar, aber uns fehlt noch 3-mal größeres Feuerwappen. Also okay. Wegen dieser anderen Sache. Welche andere Sache? Ich will nichts mehr von dir. Wir müssen mit Jörmungandr sprechen, um herauszufinden, wie wir nach Jüttenheim kommen. Und so weiter und so fort. Und ich überziehe ordentlich. Ja, das tut mir auch leid, Leute. Das tut mir wirklich, wirklich leid. Aber, ja, irgendwie... Irgendwie will man ja doch alles komplettieren. 4% fehlen uns nur noch in Midgard. Ein Rabe. Für den Erfolg fehlt uns nur noch ein Rabe. Ich will nur wissen, wo wir den finden können. Da haben wir alles. Ruine der Alten war nichts. Da war nichts.
Zack, 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 da fehlt nur eine legendäre Truhe. Hier haben wir alles. Beim Wachturm haben wir alles. Bei der Eisenbucht haben wir jetzt alles. Im Vorland. Der Berg, da fehlte doch noch eine Wissensmarkierung, eine legendäre Truhe. Nehmen wir Lünderminen. Wedegard hatten wir alles. Steinfall hatten wir alles. Rat der Walküren haben wir jetzt alles. Tamos Leiche, Kanal des Steinmetz, Lichtalm Außenposten. Vergessene Höhlen. Wähl doch mal die vergessenen Höhlen an. Auch alles. Todesinsel. Das muss ja ein Rabe sein, der dann hier im See der Neuen. Ja, super. Ein Rabe im See der Neuen. Ein Einzelner. Wo ist der denn? Über Thürs Tempel vielleicht. Das könnte ich mir vorstellen. Da müssen wir eh hin zum Horn. Vielleicht jückelt der da ja auch lustig rum. Das werden wir dann im nächsten Video aber herausfinden. Ah, ein Zauberplatz mehr, aber ganz ehrlich, die Abwehrwerte und Stärkewerte des Gyas sind besser. Nur Vitalität halt nicht, aber dafür haben wir hier noch Abklingzeit und Runen. Nee, das war, glaube ich, keine gute Idee. Sieht zwar stylisch aus, die Rüstung, aber die ist von den Werten ja dann doch besser. Auf der anderen Seite, konstante Gesundheitsregeneration ist auch nicht verkehrt. Naja, okay, oh, 75 Minuten ist wieder viel zu lang. Ich bedanke mich jedenfalls, dass ihr zugeschaut habt und dass ihr diese Geduld aufbringt, ihr hier auch zuzuschauen. Und hoffe, dass ihr bei meinem nächsten Video zu God of War wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.